Vierte Kompanie, später 8. Kompanie, Panzerregiment 35. Franz Weber. Am Ende meiner dreijährigen Lehrzeit als Maschinenschlosser eingerückt als Freiwilliger für die Unteroffizierlaufbahn mit 12-jähriger Dienstzeit zur 2. Panzerersatzabteilung 35 Bamberg am 20.05.1942. Kompaniechef war hier der Oberleutnant Stoff. Die ersten 4 Monate unserer Ausbildung waren rein infanteristisch mit viel Druck. Dann Ausbildung auf Panzer 1, 2, 3 und 4. Anschließend Ausbildung zum Panzerfahrer, wurde aber draußen nicht dafür verwendet. Im Herbst Besichtigung durch Oberstleutnant Bach, anschließend Scharfschießen in Grafenwöhr, knapp eine Woche. Darauf 3 Tage Urlaub mit den Kameraden Raum und Friedrich zum Ablegen der Facharbeiterprüfung, mussten uns anschließend bei Leutnant Rekel melden, alle mit Erfolg abgelegt. Die ersten Abteilungen begannen Ende November 1942 Soldaten, welche von den Ausbildern meist als Specker benannt wurden, zu den Panzergrenadieren zu schicken, darunter Starkraff, Kretz, Dumprov, Gichel, Schneider und so weiter. Zusatz hier, Specker ist heute nicht mehr gebräuchlich, war wahrscheinlich damals das Synonym für übergewichtig oder träge. Etwa im Januar und Februar 1943 wurden wieder eine Anzahl Soldaten abgestellt zum Panzerregiment 35, etwa so 60 Mann, dann Transport von 100 Mann und der 3. Kompanie. Im April und Mai 1943 wurden alle Kameraden abgestellt, der 2. Kompanie größtenteils zur Neuaufstellung des Panzerregimentes 36, welches in Stalingrad zugrunde ging. Auch mein Freund Otto Kalb war dabei. Unsere Trennung überbrückte der Briefwechsel. Mit 10 Mann verblieb ich in der 2. Kompanie als Stammpersonal. Man will mich als Hilfsausbilder heranziehen für die neuen Rekruten, alles Nürnberger. Bin dann froh, dass ich unangenehm auffalle. Daraufhin kam ich zu Unteroffizier Stickling und zum Stabsgefreiten Feller im Bereich der Verpflegung. Meine Aufgabe war Verpflegung holen, Wäsche einsammeln, Spinde richten und so weiter. Ich fühlte mich nur noch als halber Soldat. Doch lange mache ich das nicht. Melde mich mit 7 Mann freiwillig für Afrika, werden eingekleidet, bekommen 5 Tage Urlaub. Nach dem Urlaub wird die Sache abgeblasen. Grund, wir sind zu jung. Melden uns beim Kompaniechef, Hauptmann Wolf. Der kam verwundet aus Stalingrad heraus. Wir melden uns zum Rapport. Er erklärt uns, froh zu sein, dass wir noch zu Hause wären. Ich habe mich während des Krieges noch oft an seine Worte erinnert. Er ist im Jahre 1944 an der Ostfront als Ritterkreuzträger gefallen. Doch vor Pfingsten geht unser Wunsch in Erfüllung, als unser Kommandeur Hauptmann Schulz nach Bamberg kommt und Nachersatz holt. Am Pfingstdienstag, den 15.06.1943, verlassen wir Bamberg um 16 Uhr mit einem Güterzug. Transportführer ist Leutnant Graf von Moltke. Auch sind ältere Haudegen dabei. Bei schönem Wetter geht die Fahrt über Hof, Plauen, Zwickau, Chemnitz, Sagan, Lissa. Dort 2 Tage Aufenthalt, dann weiter Litzmannstadt, Warschau, Minsk, Gommel, Briansk. Im Bahnhof Naryschkino werden wir ausgeladen und mit LKW der Abteilung abgeholt. Unsere Stimmung ist gut. Ich und verschiedene andere kommen zur 4. Kompanie nach Karyelkino. Ich finde gleich ein paar Kameraden aus der 2. Bamberg. Soweit ist alles in Ordnung, nur der Spieß und sein Genosse sind rau mit uns 9. Einige werden am anderen Tag wieder weggeschickt, wieder zu den Schützen. Ich werde eingeteilt im Panzer 443, Kommandant Feldwebel Marschall, Richtschütze Schwirz, Fahrer Hofmockel, Funker Leonhard. Auch Ersatzleute. Dann verbringen wir die Zeit bis zum 3.7.43 mit ständiger Ausbildung. Am 3.7.43 abends ist Abmarsch bis zum nächsten Morgen. Tagsüber wird geschlafen und repariert, also die Laufrollen und so weiter. Meine Ausbildung als Fahrer macht sich bezahlt, so kann ich Hofmockel nachts ablösen und helfen. Die letzte Nacht fahren wir durch bis zum nächsten Abend, bis in den Bereitstellungsraum etwa 4 Kilometer hinter der Hauptkampflinie.
Panzerschlacht am Kursk gebogen. Am 8.7.43 morgens Abmarsch in Bereitstellung Teploje. Um 5 Uhr erreicht dann die Panzerschlacht bei Bjelgorod. 6 Uhr gemeinsamer Angriff. Links die 29. Panzerdivision, Mitte die 4. Panzerdivision und rechts die 9. Panzerdivision. Mit gewaltiger Artillerie- und Stuka-Vorbereitung auf einem Bogen vor uns liegenden, etwa 10 Kilometer breiten Höhenzug. Zuerst ist ein vollkommen flaches Gelände in einer Tiefe von 2 Kilometer zu überwinden. Der Russe hat hier alles Mögliche für uns bereitgestellt. Das Verhältnis sind 30 zu 5. Die 4. Kompanie bekommt den Auftrag, Spitze zu fahren und das in Keilformation. Chef hier ist der Leutnant Böckle. Ein banges Gefühl beschleicht mich, aber bin ich selbst froh, nach kurzer Zeit dies überwunden zu haben. Zu Schwirz und Hofmockel habe ich großes Vertrauen in diesem rauen Handwerk. Nur zum Kommandantenfeldwebel Marschall nicht. Wir schießen 2 Pack ab und einen Granatwerfer. Um 8 Uhr tritt eine kurze Pause im Angriff ein. Um 8.15 Uhr werden wir nach einiger Umgruppierung wieder zum Angriff angesetzt, aber noch viel toller als vorher. Um 8.30 Uhr bleiben wir mit 3 Packtreffern liegen. Der erste Schuss ist auf den Turmaufsatz gegangen, der zweite Schuss linke Kettenabdeckung, der dritte Schuss schießt die linke Kette ab. Wir setzen zurück, aber wir gewinnen nichts. Der Panzer fährt im Kreis mit einer Kette. Auf weiter Flur allein steigen wir aus. Keine Schützen, dafür aber Russen. Mit Pistolen und Handgranaten kriechen wir unter den Panzer und peilen die Lage. Wir beschließen, nach Funkspruch den Panzer zu sprengen. Ein Panzer der 20. Panzerdivision schleppt uns ab bis zur Artilleriestellung. Am Nachmittag räume ich im Panzer auf, da trifft uns eine 17,2 cm Artilleriegranate vom Iwan am Turm. Ich bekomme zum großen Glück nur 2 Splitter ab, den einen am Kopf, den anderen am Arm. Mit dem Taschenmesser entferne ich den einen am Kopf, aber an den anderen kam ich nicht ran. Nachts um 1 Uhr holt uns der Bergezug ab, zur E-Staffel. Dort suche ich den Hauptverbandsplatz auf und bekomme 2 Spritzen, da mir der Arm schmerzt und sich ein roter Streifen bildet. Am 8.7.43 fielen Stabsfeldwebel Baumgartner, Unteroffizier Zimmermann, Gefreiter Kress, Gefreiter Kratzer, 6 Mann sind verwundet. Am 9.7.43 stehen wir in Reparatur, am 10.7. nochmaliger Angriff in diesem Raum, aber seitlich von dem ersten Angriffsraum. Am 11. und 12.7. Angriffe kleineren Stils. Am 12.7. greifen wir im Morgengrauen russische Infanterie an. Wir werden fast überrascht. Aber wir haben eine gute Stellung. Das Rohr ragt gerade über den Erdboden in einer Schlucht. Wir schätzen etwa 500 Russen, ca. 300 bleiben liegen. Dort sichern wir etwa eine Woche lang bei furchtbarem Gestank der Leichen, die 50 bis 100 Meter vor uns liegen. Bei diesem Angriff werden Leutnant Böckele, Unteroffizier Alt und Gefreiter Hochwirts schwer verwundet. Am Nachmittag des 12.07. geben wir einer Gruppe von den Schützen Feuerschutz und holen 35 Russen aus einem Bombentrichter, wo sie sich nach dem nächtlichen Angriff verschanzt hatten, und nehmen sie ohne Gegenwehr gefangen. In der Nacht setzen wir uns aus unserer schönen Stellung ab, denn es bildet sich ein kleiner Kessel um uns und die Lage ist kritisch. Im Morgengrauen des 19.07.43 wird während des Auftankens Panzeralarm gegeben. Alle Panzer der Abteilung, welche schon rollen, können zum Gegenangriff übergehen. Die Abteilung schießt 28 Feindpanzer ab. Nach dem Nachmittag steht die Abteilung im Kampf bei Trosna. Wir fallen wegen Motorschadens aus, denn er hatte seinen Nullpunkt erreicht. Wir sind 2 Tage in der Werkstatt. Dort schickt uns Oberfeldwebel Schwarz, welcher den Spieß vertrat, und Offizier Pledel als Kommandant, da wir mit Marschall nicht zurechtkamen. Aber wir tauschten keinen besseren ein. 20.07.1943 nachts hatten wir Sicherung in einem Getreidefeld im Raum Trosna. Da kamen 2 UVD,
also russische einmotorige Flugzeuge, regelmäßig nachtaktiv, werden auch Rollbahnjodler genannt, welche das ganze Feld durch Abwerf von Phosphor anzündeten. Daraufhin fuhren wir schleunigst zurück an einen Waldrand. 21.07.43 werden wir mittags abgezogen, denn es wurde sehr ruhig in diesem Abschnitt. Unser Rastplatz war ein herrlicher großer Obstgarten bei Gostommel. Wir alle sind bei guter Laune, mal wieder richtig Toilette zu machen, Wäsche waschen und am Panzer einiges zu richten und dann ruhig schlafen. Doch gleich morgens um 3 Uhr hämmert der Iwan ununterbrochen mit allen Einlagen auf das Hinterland, aber ohne Erfolg für ihn. Doch wir ahnten nichts Gutes und machten uns soweit marschbereit. Um 10 Uhr morgens aber kommt ein plötzlicher Feuerüberfall mit 17,2 cm. Gefreiter Pulanek fällt bei diesem Überfall. Wir sehen die ersten Infanteristen laufen, was sie nur laufen können. Leutnant Müller gibt sofort Gefechtsbereitschaft und Abmarsch nach vorne. Unterdessen hören wir durch Funk 120 russische Panzer greifen an. Die ganze Abteilung geht zum Gegenangriff vor. Nach etwa 2 bis 3 Kilometer kommen wir an eine tolle Hinterhangstellung. Die 4. Kompanie ist ganz am linken Flügel. Wir schießen den ersten Panzer ab und das auf 30 Meter. Es sind auch KW-1 dabei. Beim 2. Panzer, den wir nehmen wollen, haben wir einen Versager und fahren mit Volldampf zurück. Um Haaresbreite pfeift eine 17-2 über uns hinweg. Nach 5 Minuten sind wir fertig. Als wir oben ankommen, sehen wir wieder ein tolles Bild. Überall brennende Panzer, alles Russen. Wir schießen noch einen ab und das auf 400 Meter. Den Rest besorgt die Tigerabteilung 502 des Major Sovano, die links von uns liegt und den Iwan zuerst vorbeirollen ließ. Am morgigen Tag müssen wir dort bei schwerem Artilleriefeuer des Iwans sichern. Am Nachmittag schießen wir ein LKW mit angehängter Pack ab und rollen mit 2 Panzern von uns einen großen Graben auf. Dort sind alle tot. Wir schätzen 150 Mann. Wir haben Hunger und Durst bei der Hitze. 2 Tage war schon keine Küche mehr da, denn das ganze Hinterland wird vom Iwan schwer beschossen. Doch noch in der Nacht fahren ein Panzer um den anderen zurück zum Aufrücken und Auftanken sowie Verpflegung zu fassen. Der Schwirz holt Brunnenwasser und alle trinken wie die Kühe. Einige Tage darauf werde ich schwer krank, habe die Ruhe. Bei Gostommel ist unser Kommandeur Major Detlef von Kossel durch Artillerievolltreffer gefallen. Mit 39,7 Fieber steige ich am 29.07. in der Bereitstellung bei Glinzi aus. Dr. Schulz-Merkel gibt mir eine Handvoll Tabletten, die ich auf einmal schlucken muss, und schickt mich sofort mit einem Kübelwagen weg ins Felslazarett nach Gromny. Dort wird geräumt und man schickt mich zum Hauptverbandsplatz. Alle Augenblicke muss ich die Hose umkehren. Gegen Abend werde ich 30 Kilometer zurückgebracht nach Orel. Dort werden wir ärztlich versorgt, denn in Orel wird schon geräumt. Am Bahnhof Orel schießt der Iwan ab und zu mit Ferngeschützen herein, aber es ging glatt ab. Keine Verluste. Nach 5 Tagen sind wir in Warschau. Zuvor bei Bryansk wird der Zug bei Tage von Partisanen gesprengt. Es sterben 3 Schwerverwundete in dem Zug. Nach 4-stündigem Aufenthalt geht es weiter. An jedem Bahnhof gibt es übermäßig gute Verpflegung. In Warschau-Ost werfen wir alle Verpflegung in ein Lager. Ich komme ins Reservelazarett 2 und wir werden sofort behandelt wie Aussätzige, denn es sind Leute dabei, welche an Typhus und Cholera erkrankt sind. Nach einem wohltuenden Bad schlafe ich 24 Stunden ununterbrochen. Meine Behandlung fängt an. Erste Woche 3-mal am Tage blanken Tee und dazu einen Löffel voll Kohle. Dann in der 2. Woche Milchsuppe mit Weißbrot. 3. Woche Schonkost. 4. Woche Vollkost. Dann werde ich mit 16 Tagen Genesungsurlaub als gesund entlassen. Allerdings abgemagert wie Gandhi. Nach 1,5-tägiger Fahrt erreiche ich Nürnberg mit 9 Stunden Verspätung.
denn ein Luftangriff legt in Berlin alles lahm. Das waren die ersten Anzeichen des totalen Krieges. Zu Hause angekommen, zweimal dieselben traurigen Eindrücke bei schweren Luftangriffen. Verteidigung an der Desna, Dnjepr, Pripet-Sümpfe. Am 8.9.43 fahre ich wieder raus. Nach langem Suchen und Umherfahren treffe ich einen alten Obergefreiten der 5. Kompanie, welcher auch zur Abteilung will. In Bachmatsch gehen wir zum Generalkommando der 2. Armee. Dort sprechen wir beide mit dem kommandierenden General über die Lage. Wir sind merklich erstaunt, als er uns auf seinen Auftrag hin vor den Trossbullen bestens verpflegen lässt und uns mit einem Fahrzeug zur 4. Panzerdivision fahren lässt. Wir erreichen die Abteilung südöstlich von Gommel. Die ganze Front wird gerade zurückgenommen über den Dnjepr. Alle verfügbaren Kräfte werden auf der Westseite des Dnjepr eingesetzt zum Stellungsbau. Daraufhin steige ich den Panzer Nummer 434 bei Unteroffizier Manschott ein. Wir werden herausgezogen als Eingreifreserve und kommen in den Raum Kosje. Dort erhalten wir 3 Wochen strenge Ausbildung. In Kosje sitze ich 3 Tage Bau ab, die ersten und auch die letzten, welche ich im Juli bei Feldwebel Marschall gefasst habe, wegen angeblicher Meuterei vor dem Feinde. Anschließend wird die ganze 4. Panzerdivision nach Nessin und Tschernobyl eingesetzt. Dort wird der Russe über den Pripet etwa 40 Kilometer zurückgeworfen. In diesem Raum werden wir rausgezogen als einziger Panzer. Unser Auftrag ist eine wichtige Brücke für den Nachschub zwischen Pogonje, Pronki in einem Wald, Rücken und auch Partisanengebiet zu sichern. Unser Auftrag dauert 14 Tage. Am 11.11.43 erfolgt der Angriff auf Tscherevatsch. Anschließend sichern wir dort bis zum 17.11.43. Am 18.11.43 greifen wir Kovatichi von Süden an. Der Angriff geht sehr zäh. Am 19.11. greifen wir von Osten an. Die Lage ist kritisch. Da stoßen uns 22 Feindpanzer in den Rücken. Eine 8-8 Heeresflakbatterie schießt alle ab. Wir atmen alle erleichtert auf. Unteroffizier Dorschheimer und der Gefreite Bartsch verlieren jeder einen Fuß. Unteroffizier Deringer und Gefreiter Weich waren gefallen. Wir binden mit Hosenträgern Bartsch und Dorschheimer die Beine ab. Nachts sichert die Abteilung die Rollbahn nach beiden Seiten. Weiter südlich kesselt der Iwan größere Einheiten in Richtung Reschica am Dnjepr ein. Unser Auftrag soll Entlastung bringen. Doch jetzt am 3. Tage sitzen wir in der gleichen Lage. Morgens greift der Iwan beiderseits der Rollbahn an. Die Abteilung tritt beiderseits der Rollbahn unter Führung von Dr. Schulz-Merkel zum Gegenstoß an. Unter sehr hohen Verlusten der Russen konnten wir uns dabei Luft machen. Doch die Lage ändert nichts mehr. Die 4. Panzerdivision ist eingeschlossen im Raum Szaszepje-Slobodka. Nach 30-stündigen Warten in einem Dorf bei schwerem Granatwerferfeuer und Katjuscha-Feuer setzt sich die 4. Panzerdivision langsam ab. Endlich bekommen wir Nachricht, dass die 5. Panzerdivision dabei ist, den Kessel zu öffnen. In der Nacht etwa um 3 Uhr ist die Lage für uns in Ordnung und wir fahren nach Slobodka. Dort treffen wir auf den Tross. Nach einem Tag werden wir mit unserem alten Panzer 434 und 8 weiteren Panzern der Abteilung Oberleutnant Petrelli, dem Chef der 3. Kompanie, als eine Kampfgruppe zur 5. Panzerdivision abgestellt. In langem Marsch erreichen wir das Ziel. Am 24.11.43 um 8 Uhr treten wir mit den Panzergrenadieren der 5. Panzerdivision zum Angriff auf eine größere Ortschaft an, in der der Iwan mit etwa 2 Regimentern sitzt. Langsam pirschen wir uns durch unwegsames Waldgelände etwa eine halbe Stunde an. Uns begleitet ein Major mit etwa 30 Schützen. Am Waldrand halten wir. Der Major hat zuvor eine ausreichende Erkundung gemacht. Wir haben Vertrauen zu ihm, er trägt das Ritterkreuz mit Eichenlaub. Wir robben an den Waldrand heran, als erstes sehen wir eine Pack auf 50 Meter Entfernung. Wir kehren zurück zum Panzer.
Gleich darauf erfolgt vom Kommandeur das Zeichen zum Angriff. Die Pack schießen wir natürlich zuerst ab. Mit Hurra und Schwung stoßen wir vor in diese große Ortschaft. Nach 2,5-stündigem Kampf ist die Ortschaft genommen. Der Ivan ist völlig aufgerieben. Oberleutnant Petrelli erhält ein großes Lob von diesem Major und außerdem viele Zigaretten für uns alle, denn wir waren da schon blank. Nach 2-tägiger Sicherung ist unser Auftrag beendet und wir kehren zur Abteilung ohne Ausfälle zurück. Am 28.11.43 erfolgt der Angriff auf Vladi, sowie gleich am 29.11. der Angriff auf Sabolotje. Alles eine glatte Sache nach den vergangenen schweren Wochen. Daraufhin sammelt sich die Abteilung und wir kommen in den Raum Kalinokovici-Usarici. Dort rückt der Ivan schwer bis zur Rollwand vor. Nach einigen Tagen ist diese Lage wieder bereinigt. Es wird dann andauernd durch uns gesichert. Am 20.12.43 tritt der Ivan zum Großangriff an. Wir fallen aus und müssen in die Werkstatt. Wir brauchen einen Austauschmotor. Am 23.12. kommen wir wieder nach Usarici. Die Abteilung hatte Ausfälle, auch unsere 4. Kompanie. Leutnant Heinemann, Feldwebel Abel, Obergefreiter Schwirz und Panzerschütze Klein sind gefallen. Bei der Beerdigung unserer Kameraden in Usarici treffe ich einen Jugendfreund aus Nürnberg. Er ist bei den Schützen. Da die Front nun ruhig war und die Kampfstaffel über Weihnachten in Usarici verbleibt, feiern wir Weihnachten. Am Abend besuche ich meinen Jugendfreund während der Christmette. Die Ruhe in Usarici tut jedem gut. So feiern wir dann auch Silvester. Zur Feier kommt auch kurze Zeit der Hauptmann Schulz. Dr. Schulz-Merkel erhält an Weihnachten als 2. Arzt der Wehrmacht das Ritterkreuz. Unser neuer Chef, Oberleutnant Reinhard Peters, hält eine kurze Ansprache und ein stilles Gedenken für die gefallenen und verwundeten Kameraden. Am 6.1.1944 rückt die Abteilung ab nach Koslowitschi mit dem Auftrag Bunkerbau für eine feste Winterstellung. Bei steinhart gefrorenem Boden eine harte Arbeit. Am 7.1. kommt abends der Cheffunker und meldet jeder Besatzung, sich jederzeit bereit zu halten, denn durch Funksprüche des Ivans, welche ausgewertet wurden, wurde bekannt, dass der Ivan am 8.1. um 7.30 Uhr einen Großangriff plant. Diese Meldung traf genau zu. Um 7.30 Uhr fing der Russe mit allem, was er hatte, zu trommeln an. Wir hatten Mühe, unsere 7 Sachen aus der Feuerzone herauszubringen. Unteroffizier Freitag vom Nachersatz ist beim Fertigmachen gefallen. Wir konnten von Glück sagen, dass bei diesem Zauber nicht mehr passierte. Durch diesen Zauber hindurch müssen wir Richtung Rollbahn und kommen dem Ivan zuvor. Unteroffizier Michael Lorenz fällt durch Kopfschuss. Wir erhalten aufs linke Seitenvorgelege einen überschweren Granattreffer und bleiben den ganzen Tag bei diesem Feuerzauber dort liegen. Zu dritt bergen wir einige Verwundete von der Infanterie. In der Nacht werden wir abgeschleppt von dem Panzer und Offizier Lorenz. Um 9.1. abends ist unser Schaden behoben und wir fahren zur Kampfstaffel. General Gaudecker kommt vor und fragt sich durch nach dem 2. Bataillon der Schützen der 33. Da meldet sich ein Obergefreiter mit 19 Mann als Rest. Es war kein angenehmes Gefühl. Dann kam eine eiskalte, klare Mondnacht, so konnte man noch viel besser sehen. Ein Hauptmann mit 60 Pionieren kommt von hinten und bittet Oberleutnant Peters um einen Panzer zur Unterstützung zum Aufrollen eines Waldstückes, das vor uns liegt. Trotz vieler Bedenken von Feldwebel beginnen, schickt Peters den Panzer von Unteroffizier Pötsch mit. Dieser wird abgeschossen, Gefreiter Reinze ist tot, alle anderen kommen durch. Auch der Hauptmann mit 25 Mann. Am anderen Morgen steigt Oberleutnant Peters bei uns im Panzer ein, denn sein Panzer muss zur I-Staffel zurück. Um 8 Uhr fängt der Ivan wieder zu trommeln an, mit starkem Artilleriefeuer. Gleichzeitig kommen aus dem Wald, etwa in 400 Meter Entfernung, in Querfahrt 14 Russenpanzer. Feldwebel beginnen und wir schießen 13 davon ab. Einer kommt durch. Den Panzer von Unteroffizier Pötsch schießen wir in Brand. Am Nachmittag setzen wir uns ab durch den ewigen Wald und das ohne Infanterie. In einer Ortschaft wird dann gesammelt.
Es kommen noch 5 Panzer aus der I-Staffel dazu und die Abteilung hat eine Kampfstärke von 12 Panzern. In dieser Ortschaft kommt nachts der Iwan von allen Seiten mit Urä. Nach einer halben Stunde sind viele Russen tot. Eine grausame Ernte. Den Rest der Nacht schieben wir uns langsam vor die Ortschaft. Als es hell ist, fährt Feldwebel Sprengler sich auf einem Baumstumpf fest. Ich gehe raus und hänge an zum Runterschleppen. Kaum fertig sehe ich vor mir 2 T-34. Mit Glück gehört der erste uns, der zweite dem Feldwebel beginnen. Den ganzen Tag erhalten wir schweres Packfeuer auf Schritt und Tritt. Aber auf einmal ist alles ruhig und wir sehen keine Panzer mehr vor uns. Funker Michael döst vor sich hin und war wohl die Zeit nicht auf den Funkverkehr eingestellt. Später erfuhren wir, dass die Abteilung schon über eine Stunde nach uns gefunkt hat. Wir standen mitten in der Ortschaft, da kommen von überall die Russen. Noch kommt ein T-34 an uns heran, ein Schuss an und der Turm steht schief. Ab geht's dann mit Turm auf 6 Uhr im Hinterhang. Die Abteilung funkt nochmals, das ganze Dorf in Brand zu schießen, soweit die Munition reicht. Nach einer halben Stunde treffen wir auf den Rest der Abteilung, die Freude war groß. Zum Abschluss wird alles mit Schnaps begossen. Die ganze 4. Panzerdivision ist stark angeschlagen durch die Winterschlacht um Kalinkavitschi. In Slobodka 2 wird gesammelt. Wir werden in der anderen Nacht abgestellt an den Brückenkopf Kapitscho zu den Schützen der 33. Dies dauert wieder 14 Tage. Alle Tage kam T-34 etwa 1000 Meter ran, manchmal auch zu weit. In dieser Zeit schießen wir 9 T-34 ab, sowie ein Sturmgeschütz lahm. Wir mussten uns selbst wundern, dass sonst alles ruhig blieb. Unteroffizier Hammer und Most bekamen dafür das EK-1, Johnny und ich werden für das EK-2 eingereicht. Wir glaubten, nun wird einmal eine Verschnaufpause kommen. Am 27. Januar fahren wir nochmal einen Angriff und nehmen Savin Rog. Am 28.01. nehmen wir teil beim Angriff auf Kriusha und müssen dort noch einige Tage sichern. Zum Andenken setzt uns der Iwan links und rechts vor unseren braven 434 eine 17,2 hin. Die I-Staffel braucht 2 Tage, um den Panzer wieder gesellschaftsfähig zu machen. Die Front wird ruhig. Es tat allen wohl nach den letzten schweren Wochen. In dieser Zeit ging das Gerücht herum, die 4. Panzerdivision würde rausgezogen. Das stimmte zwar, der Weg geht aber nicht nach Westen, sondern über Novo-Belitschki nach Norden. Dort wurde mit uns wieder einige Wochen lang Dienst gemacht nach Heeresdienstvorschrift. Ich selbst kam mit einem blauen Auge davon, denn ich durfte am 2. März in Urlaub fahren und alles einmal vergessen. Am 26. März verließ ich wieder Nürnberg. Außer den fast täglichen Fliegerangriffen war es doch sehr schön. In dieser Zeit erhielt der Divisionskommandeur General Dietrich von Saugen das Eichenlaub mit Schwertern. Am 27.03. kam ich dann in Brest-Litowsk an. Dort sah ich lauter Fahrzeuge der 4. Panzerdivision und wieder ein Gerücht, wir kämen nach Hause ins Reich. Doch bald wussten wir es, auf nach Kowel, denn dort stank es auch, also die Lage war kritisch. Ich treffe meine alten Kameraden, welche auch vom Urlaub kommen, und daraufhin machen wir 3 Tage Sonderurlaub in Brest. Als wir beim Tross angekommen sind, muss ich 2 Tage später in den Panzer 432 einsteigen. Kommandant hier, Unteroffizier Witter, Rechtsschütze Ritter, Fahrer Göttl, Funker Matthias, der am 4.4. am Nachmittag gefallen ist. Wir waren 2 Spitzenpanzer, als Leutnant Hase auf eine Mine fuhr. Er wollte bei uns umsteigen, dabei wurde er schwer verwundet. Ich holte ihn und schleppte ihn hinter den Panzer von Unteroffizier Pötsch. Dort erwischte es mich, ebenso Unteroffizier Witter. Ich bekam 2 Splitter ins rechte Gesäßteil. Wir luden den Bartels dann um, sowie den Leutnant Hase und fuhren zum HVP. Dort war ein Massenbetrieb an Schreienden und Sterbenden. Ein Anblick, den man nicht schildern kann.
Der Sanka unserer Abteilung brachte uns zurück nach Maikejow. Dort begleitete ich die beiden noch zum Operationsarzt. Ich ging zum HVP. Mittags bekamen wir erst unsere Spritzen. Ein Splitter wurde entfernt, der andere ist heute noch drin. Am Abend kamen Knetsch, Ritter und Göttl, nachdem sie am Nachmittag mit dem 432er abgeschossen waren, ebenfalls zurück. Leutnant Schneider und Küchenchef Mergenthaler beschenkten uns mit feinen Sachen. Am anderen Morgen ging es mit dem Lazarettzug nach Kolm ins Kriegslazarett 3-527. Dort wurden wir nach 4 Wochen wieder entlassen. Nur Witter und Stabsgefreiter Walter wurden ins Reich verlegt. Walter kam nicht mehr an die Front. Ihn traf es schwer. Meine Rückreise zum Tross machte ich mit einem Fieseler Storch bis Maikejow. 2 Tage darauf stieg ich wieder in unseren alten 434 ein. Die Kampfstaffel ist wie eine Erholung. Es gibt alle Tage Sonderzuteilung an Schnaps, Bier, Wein, Zigaretten und Schokolade. Unseren Panzer 434 tauften wir Barcelona. Anfang Juni 1944 verlässt die Abteilung und die ganze 4. Panzerdivision diesen Raum. Nach einigen Tagen, nur in Nachtmärschen, sind wir in Galizien südöstlich Lembergs. Eine herrliche Landschaft und die älteren Leute, alle deutschsprachig, aus der Zeit Österreich-Ungarn, vor allem für die deutschen Soldaten das Letzte gebend. Denn weiter südlich sollte eine weiträumige Offensive gestartet werden, bis in den rumänischen Raum. Als plötzlich der Ivan im Mittelabschnitt durchbricht, werden wir im Blitztransport über Brest nach Baranovic gebracht. Nur 30 Kilometer östlich von Baranovic wird unser Zug auf eingleisiger Strecke von Partisanen gesprengt. Das Ausladen verzögert sich um 8 Stunden. Der erste Panzer von Feldwebel Sprenger stürzt die Böschung hinab und ist werkstattreif. Übrigens war jede Kompanie in Kampfstärke, also wieder mit 22 Panzern. Außerdem war die erste Abteilung mit Panthern, kommend aus Frankreich, unterwegs. Wir werden daraufhin als erste Abteilung 4. Kompanie und 2. Abteilung 8. Kompanie. Sofort nach dem Ausladen geht es zum Einsatz. Wir werden mit 14 Panzern und einer Kompanie der Schützen aus dem 12. mit Spähwagen, dem Oberleutnant Petrelli als Kampfgruppe unterstellt und fahren gewaltsame Aufklärung in den Raum gegen Slutsk, etwa 70 Kilometer tief, ohne Feindberührung. Nachts wird eingeigelt und am Morgen erreichen wir die ersten brennenden Ortschaften. Zum Teil sind schon die roten Fahnen heraus. Gegen Mittag haben wir Feindberührung. Wir schießen einen Granatwerfer und einen LKW ab. Feldwebel Harry Stach hält einen Treffer an die Kanone und fährt zurück. Wir treffen einen Leutnant und 10 Mann, zum Teil ohne Ausrüstung, welche uns die Lage schildern. Bei Bobruisk hat der Ivan 3 Infanteriedivisionen ohne Kampf gefangen. Die Front ist vollkommen aufgerissen. Am Nachmittag kommt ein Spritwagen. Jeder hält nur 100 Liter. Der Fahrer berichtet, dass er etwa 30 Kilometer hinter uns auf der Rollbahn beschossen wurde. Wir sind schon den 3. Tag ohne Verpflegung. Wir essen Spiegelei und Milch. Am Abend erhalten wir von der 1. Abteilung ein Fass voll Sprit. Wir sind nun einer großen Sorge enthoben. In der Nacht sichern wir den Ort Timkowitschi. Es ist aber alles ruhig. Am Mittag und Nachmittag greift der Ivan mit Panzern an. Ein KW-1 und 2 Sherman brennen. Dazwischen kommen immer wieder Lanzer, vollkommen fertig. Ein Spähwagen der Schützen, der links der Straße operiert, schnappt einen russischen Jeep mit Fahrer und einem Major. Außerdem die größte Überraschung, es sind etwa 40.000 deutsche Zigaretten darin, welche unter der Kampfgruppe verteilt werden. Am Abend um 18 Uhr kommt ein Funkspruch durch, der lautet: Sofort absetzen, wir sind an der östlichen Seite eines etwa 150 Kilometer großen Kessels. Mit Hurra geht's ab nach Westen, nach allen Seiten sichernd. Wir sind der letzte Panzer mit Turm auf 6 Uhr. Unterwegs nimmt jeder noch versprengte Lanze auf. In der Dämmerung stoßen wir auf den Tross. Dort erhalten wir in Windeseile Verpflegung und alles Weitere.
Alle machen betrübte Gesichter wegen der Lage. In der Nacht sehen wir die Lage richtig. Überall ringsherum ist der Himmel feuerrot und das bis weit nach Westen. Zuvor, bei Tageslicht, erhalten einige Panzer den Auftrag, in einen Wald zu schießen, in dem etwa 25.000 Fässer Sprit lagern, und wir brauchen denselben so dringend. Die ganze Nacht rollt das Regiment. Im Morgengrauen erreichen wir eine Rollbahn. Diese führt nach der Stadt Nischwitsche. Linke Seite ist mit russischen 7,5 cm Pack gesichert. Plötzlich wird das Zeichen Funkbereitschaft gegeben. Gleich folgt im Funk: Regiment klar zum Gefecht. Gleich darauf sind wir schon am Stadtrand. Nach kurzem, schwungvollen Kampf hat das Regiment die Stadt überrollt. 28 Feindpanzer bleiben liegen, ohne eigenen Ausfall. Wir müssen auf die I-Staffel warten, wegen dem linken Seitenvorgelege. Nun rollte Tag und Nacht ein ewiger Strom von Einheiten nach Westen. Den ganzen Tag kommen die Stukas und werfen laufend etwa 5 Kilometer südlich der Stadt ihre Bomben ab. Hier hat der Iwan unübersehbares Material zur Schließung des Kessels zusammengezogen, denn die Detonation und das Aufsteigen von Rauchwolken nimmt kein Ende. Wir bleiben mit zusammen 3 Panzern der Abteilung zurück. In der Nacht um 3 Uhr werden wir durch Panzerfeuer geweckt. Ein Melder kommt uns schon entgegen. Von einem Gefechtsstand aus greift der Iwan die Stadt mit Panzern und Sturmgeschützen an. Wir fahren zu dritt, Haus um Haus als Deckung nehmend, vor. Da sehen wir sie, 2 Sturmgeschütze am laufenden Band feuern. 2 Sturmgeschütze schießen wir mit unserem Kommandanten Unteroffizier Tiecht ab. Ein KW-1 und 3 T-34 schießen die beiden anderen ab. Wir fahren noch 2 Kilometer vor die Stadt und schießen unseren Segen hinterher. Als wir zurückkommen, erhalten wir von einem General Schnaps und Zigaretten mit den Worten: "Trinken wir, Jungs!" Am Nachmittag erhalten wir über Funk die Abteilung und den Auftrag, hier zu sichern, und das bis 23 Uhr, dann wird die Stadt aufgegeben. So ging fast der ganze Monat Juli bis in den Raum Bialystok. Rollbahn freikämpfen, sichern und absetzen. Als weiter südlich der Front der Russen in Richtung Warschau drückt, wurde die 4. Panzerdivision in diesen Raum verlegt. In 4-tägigen harten Kämpfen schoss das Regiment 195 Russenpanzer ab. Sie alle gehörten dem 3. sowjetischen Panzerkorps an. Aber auch die 8. Kompanie erlebte hier den schwärzesten Tag. 9 Panzertotalausfall. Unteroffizier Tiercht, Unteroffizier Most, Feldwebel Stach, Gefreiter Klaas, Gefreiter Wegesser, Gefreiter Wiedemann und Feldwebel Sprengner sind gefallen. Schwer verwundet wurden Leutnant Beck, Unteroffizier Freiwang, Unteroffizier Lorenz und der Gefreite Schmidt. Wir waren zum Glück nicht dabei, denn wir waren in der Werkstatt und erhielten wieder einen neuen Motor. Wir fuhren nur noch zur Sicherung der Städte Razumin und Wolomin. Nach 2 Tagen war unser Auftrag erfüllt. Warschau lag 30 Kilometer hinter uns, wo dieser furchtbare Aufstand gerade stattfand, in der Meinung der Polen, der Russe kann durchstoßen und Warschau entsetzen. Doch dieser Plan gelang nicht und die vollständige Zerstörung Warschaus war das Endergebnis. Kurland, August 1944 bis Januar 1945. Am 18.08. wurden wir in Ostrolenka auf die Bahn verladen. Unser Auftrag war, Litauen und Lettland und die Nordarmee vor ihrer Vernichtung zu bewahren, denn durch die Kapitulation Finnlands war diese Lage entstanden. Wir fuhren über Allenstein, Königsberg, Tilsit, Memel und in 3 Tagen waren wir in unserem neuen Einsatzraum. Wir mussten im sofortigen Angriff Outs nehmen. Einige Tage, dann Däublen und andere. Wir waren nur noch die Feuerwehr, es folgten auch Angriffe größeren Stils. Dieser Erfolg brachte jedem von uns neuen Auftrieb und auch Hoffnung, doch nur von kurzer Dauer. Ende September fing der Iwan an, den Brückenkopf Kurland an allen Seiten einzudrücken. Unsere Einsätze wechselten von Outs, Schrunden, Doblen, Moscheiken, Frauenburg. Es hielten nur noch die eisernen Durchhaltebefehle zusammen, außer der Kameradschaft, die man immer noch groß schreibt.
General Schörner ist ein eiserner Dirigent. Er ist viel bei der kämpfenden Truppe. Dieser Mann war es, der ein Chaos für Tausende von Soldaten verhinderte, indem er sämtliche Trosse und Verwaltungskräfte für die Front mobilisierte. So konnte der Brückenkopf Kurland bis zum 8. März 1945 gehalten werden. Unser Auftrag war nach Weihnachten, nach der vierten Kurlandschlacht zu Ende. Unsere letzten Einsätze waren die schweren Abwehrkämpfe südostwärts Frauenburgs. Mit dem Ärmelstreifen Kurland wurde jeder von uns bestickt. Westpreußen, Danzig, Januar bis Mai 1945. Am 24. Januar 1945 verließen wir per Schiff Kurland und fuhren von Liebau aus mit dem 8000 Tonnen Frachtschiff Bukarest Richtung Gotenhafen. Unser Geleit waren 13 Frachtschiffe mit einem U-Boot als Geleitsicherung. In Gotenhafen verblieben wir 3 Tage. Am 29. Januar 1945 fuhren wir nach Danzig. Dort trafen wir am Bahnhof Tausende von Flüchtlingen. Ein unbeschreibliches Bild. Durch diese Eindrücke sanken bei vielen von uns die Ideale auf den Nullpunkt. Unsere Panzer ließen wir in Kurland zurück. Diese übernahm die 14. Panzerdivision. Unsere Fahrt ging von Danzig weiter per Eisenbahn in den Raum Bromberg, Thorn, Scheidemühl. In Tuchel erhielten wir 14 Sturmgeschütze und einige Panzer IV für jede Kompanie. Von hier aus wurden wir ständig an den Feind gebracht. Doch der Russe konnte dort wieder eine Mausefalle bauen, als er bei Stolp Ende Februar an die Ostsee durchstößt. In dieser Zeit war die 8. Kompanie die erste, welche keine Panzer mehr hatte. So werden alle verfügbaren Teile zur Panzerbegleitkompanie umbenannt. Aus dem Kampfraum Danzig kamen wir mit 7 Mann als Rest der 8. Kompanie aus der frischen Nährung beim Tross an. Mit der stoischen Ruhe nahm ich die Worte vom Spieß auf: Nun kommt das dicke Ende. Ich erwiderte ihm, wir müssen alles auf uns nehmen, ganz gleich, was da kommt. Manchmal trauerten wir Kameraden nach, welche einen sogenannten Heimatschuss hatten. Auf der frischen Nährung waren Teile der 2., 4. und 6. Armee. Die Mausefalle war perfekt. Am 12.04.45 sollte ich mit 150 Mann per Schiff nach Deutschland gebracht werden. Ich blieb mit Otto Elsner bis zum 15.04. dort, da ein schwerer Sturm über der Ostsee herrschte. Oberfeldwebel Beginnen gab sich die größte Mühe, mich mitzunehmen. Doch im letzten Moment kam Unteroffizier Hermansen, der mich ausstach. Ich verabschiedete mich von den Kameraden und der sollte der letzte Abschied sein, denn schon in der Nacht um 23.55 Uhr wurde dieser Transport südlich Bornholm auf der 7000 Tonnen Goya, auf der sich im Ganzen etwa 7000 Soldaten befanden, im Verein mit 2 weiteren Schiffen von einem sowjetischen U-Boot herausgeschossen. Von den 7000 Mann wurden 200 Mann gerettet. Von den 150 Mann unseres Regimentes wurden 8 Mann gerettet, darunter Unteroffizier Lomberg von unserer 8. Kompanie. Das Schiff ist innerhalb von 5 Minuten gesunken. Vom 26.04. bis 6.05.45 versuchte der Iwan uns fertig zu machen. In dieser Zeit hatten wir beträchtliche Ausfälle. Viele kannte ich nicht, da auch Werkstatt- und Versorgungskompanien zum ersten Male mit nach vorne kamen. Am 5. Mai lagen wir in Alarmbereitschaft, als um 5 Uhr früh der Iwan mit einem nie gekannten Trommelfeuer uns begrüßte. Die Panzerbegleitkompanien waren auf 2 Zugstärken zusammengeschmolzen. Als wir auch zu unserem letzten Opfergang antraten, sagte keiner mehr ein Wort. Kurz vor unserer neuen Stellung erblickte uns Hauptmann Kästner, der die Reste des Panzerregimentes 35 führte. Seine Worte waren: Meine Leute gehen sofort zurück. Ich habe schon viele ins Gras beißen sehen. Jetzt reicht es. Nach Stunden bangen Wartens hatten wir Gewissheit, dass wir aus dieser Mausefalle herauskamen. Am 8. Mai 1945 morgens um 4 wurden wir in Schievenhorst, also die Reste des Panzerregimentes 35, etwa 300 Mann, auf Kampffähren verladen. Wir tragen an S-Bahn und Rauchwaren, was wir tragen können,
Ich bereute dies nicht, denn es war keine gute Überbrückung in den ersten Tagen der Gefangenschaft. So kamen wir um 8 Uhr in Hela an. Dort funkte der Russe auch schon mit seiner 17-2 hinein. Ein Offizier beorderte uns wieder hinaus auf die offene See. Dort standen 5 Zerstörer und 3 Frachtschiffe voller Verwundeter. Uns lud man auf die Zerstörer um. Hier erst hörten wir nach Wochen die ersten wahren Meldungen, wie es in der Heimat aussieht und das von den Matrosen. Da hörten wir nun auch, dass noch am selben Tag der Krieg zu Ende ginge. Um 12 Uhr kam eine Anzahl Schlachtflieger und setzten auf den Geleitzug zum Angriff an. 3 von denen flogen brennend ins Wasser, einer zog eine starke Rauchfahne nach sich. Verluste bei uns traten keine ein. Das sollten die letzten Schüsse gewesen sein, die ich in diesem Krieg gehört habe. Am Abend um 22 Uhr kam über den Bordlautsprecher die Kapitulation und danach noch weitere sonstige Anweisungen. Nun wurde jegliche Munition in der Ostsee versenkt. Morgens um 2 Uhr fing der Funker einen Funkspruch auf, der lautete: sofort den Hafen Rostock oder Swinemünde anlaufen. Aber diesen Gefallen tat der Kaloi, also der Kapitänleutnant, dem Iwan nicht. Dieser erklärte, er fahre seit dem 2. Mai, an dem Tage, als er in Hamburg beim Engländer kapitulierte, in dessen Auftrag. Am 10.05. erreichten wir Kiel und wurden am Abend ausgeladen. Von dort aus marschierten wir unter sehr humaner Behandlung des Engländers an der Ostseeküste nach Osten bis nach Heiligenhafen. Da wir ohne Bewachung uns dort frei bewegen konnten, waren diese Zeit von 14 Wochen die reinste Erholung. Nur die Ungewissheit über zu Hause quälte mich ständig, wie viele andere Kameraden auch, denn ich bekam seit Weihnachten 1944 keine Post mehr. So fuhr ich am 31. Juli 1945 aller Dinge beraubt, Ideale verloren, nur des Glaubens an der Kraft nicht beraubt, meine Heimatstadt Nürnberg entgegen, vielleicht doch wieder von vorne anfangen zu können. Ich konnte nicht verhindern, dass ich meiner Mutter sowie meinen Geschwistern und Brüdern nach 1,5 Jahren Bangen und Hoffen mit Tränen in den Augen in die Arme schloss. Nachwort: Die 4. Kompanie war einst die schwere Kompanie und wurde die Pfister-Kompanie nach dem gefallenen Oberleutnant Pfister genannt. Das Tagebuch hier ist gleichsam der Nachruf auf diese einst legendäre Kompanie. Zwischen den Zeilen lässt sich sehr vieles herauslesen. Man muss nur langsam jede Bemerkung wirken lassen. Soldaten wie Franz Weber waren das Fundament der Wehrmacht und gingen am Ende ziemlich leer aus. Karl Schneider, der I-Staffelführer der 3. Kompanie, war 13,5 Jahre weg, reparierte im größten Feuer die Panzer und bekam nicht einmal das Panzerkampfabzeichen. Vorgesetzte wie ein Feldwebel Marschall hatten frühzeitig alle Aussichten auf militärische Ehren zerstört, was am Ende natürlich auch nicht mehr zählte, sondern nur das eigene Leben. Als mit der Arbeit begonnen wurde, dieses Tagebuch hier einzufügen, hat niemand daran gedacht, dass so viele Menschen Interesse an diesen Aufzeichnungen hätten. Auch an eine Übersetzungsfunktion dachte niemand, das konnte man sich zu dieser Zeit nicht vorstellen. Lange Jahre lag das Originalmanuskript bei den Nachkommen der Familie Weber. Peter Weber, der Sohn von Franz Weber, hat uns das Manuskript überlassen und dank der großen Arbeit von Lutz Auerswald ist es nun möglich, diesen wichtigen und letzten Abschnitt der 4. Kompanie und des Panzerregimentes 35 der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Jede Kompanie hatte ähnliche Erlebnisse in anderen Räumen der weit auseinandergezogenen Frontlinie, doch finden sich Menschen wie Franz Weber selten, welche sich eine solche Mühe auferlegen, das alles aufzuschreiben. Zu all dem gesellte sich oft Aberglauben, bei Aufzeichnung von Erlebnissen den Tod geradezu herbeizulocken. Es bedurfte einer außergewöhnlichen Psyche, wirklich starker Nerven, solche traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und aufzuschreiben. Mir war es vergönnt, den Sohn Peter Weber bei der Suche nach Begebenheiten zu seinem Vater und Erinnerungen an ihn, der bereits früh verstorben war, zu helfen,
da ich ausgerechnet Oberleutnant Fritz Schneider, 4. und 8. Kompanie in Nürnberg gefunden hatte, der seinerseits mich mit Robert Wern zusammenbrachte. Zusammen mit Robert Wern und Fritz Schneider und auch Peter Weber hatte ich noch Gelegenheiten, viele Erinnerungen live zu hören und auch mit meinem Telefon aufzunehmen. So sind diese Zeilen auch eine Erinnerung und Würdigung an die Gefallenen und an die mittlerweile verstorbenen Veteranen, die uns noch lebendig in Erinnerung sind und manchmal auch noch auf YouTube zu sehen sind. Vieles gäbe es noch zu ergänzen, sind doch von den genannten Soldaten teilweise ganze Fotoalben erhalten geblieben. Vieles dagegen wird von Angehörigen weggeworfen oder an Händler verkauft. Oft werden dann bei eBay Panzer mit den Bären am Turm entdeckt. Die notwendigen Informationen fehlen meist leider, denn nur selten wurde dieses beschriftet. In manchen Fotos sind Copyright-Schriften einkopiert, die lächerlich sind, denn alle Bilder des Regimentes sind allgemeines Eigentum und unterliegen keinem Copyright-Schutz. Das war der erklärte Wille aller Soldaten und Veteranen des Regimentes. Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, wird weiter an diesem Beitrag gearbeitet. Die Schreibweise von Ortsnamen wird manchen unserer Historiker in Russland erschaudern lassen. Wir werden korrigieren und nachbessern, sobald wir Informationen erhalten.